Ja, herzlich willkommen bei der Imkerei Goldblüte am Wienstand. Ich bin der Sebastian und ich habe euch gedacht, heute am Valentinstag nehme ich euch einfach mal mit. Kleine Runde zwischen Espresso und Büro an den Wienstand. Einfach das Wetter ausnutzen, mal so ganz grob nach dem Rechten schauen, was so um den Ort rumsteht einfach. Und ihr seht es im Hintergrund, die Bienen fliegen eigentlich ganz schön. Lasst uns einfach mal ein bisschen näher hingehen und schauen, was uns so auffällt. Ich drehe euch da einfach gerade mal um, dass ihr seht, was ich auch sehe, zumindest ansatzweise. Da fällt uns auf diese zwei Bienenvölker hier. Naja, da haben wir rechts eins, das fliegt eigentlich gar nicht. Links ist deutlich mehr Betrieb. Bienenvölker sind natürlich total unterschiedlich. Da muss man sagen, manche haben einfach keine Lust zu fliegen. Also wenn nichts fliegt, heißt das nicht, dass das leer ist. Aber wir schauen jetzt hier einfach mal rein. Oh. So. Ihr seht, was ich sehe. Da unten sind Bienen. Auf der Kamera sieht man es immer ein bisschen schlechter. Also wie gesagt, fliegt nichts. Heißt aber nicht, dass der Kasten leer ist. Was fällt uns noch auf, wenn wir da nach hinten, lasst uns da nach hinten gehen. Ja, da sehen wir jetzt ganz klassisch, das sind, meine ich, zwei Jungvölker. Fliegen eigentlich beide ganz schön. Bei so Fluglochkeulen ist natürlich immer ein bisschen aufzupassen, dass die nicht durch Totenfall verstopfen. Da habe ich halt jetzt den Vorteil oder Nachteil, wie man es nennt, aber dass meine Bienenkästen ja schon ein bisschen ins Alter gekommen sind, manche Ecken aufgehen und die sich oft hier so ein zweites kleines Flugloch finden lassen, bringen auch alle beide Völker schön Pollen. Auch wenn wir hier rüber schauen, ne? Restbestand an Zander, fliegen auch beide ganz schön, bringen auch beide ganz schön Pollen. Jetzt bin ich mal ruhig. Ja, hört sich einfach toll an, dieses Bienengesumme zum ersten Mal im Jahr. Ja, was fällt uns noch so auf? Uns fällt auf, dass meine Bienenkästen doch den ein oder anderen Manko haben mittlerweile, ein bisschen in die Jahre gekommen sind, zweite Fluglöcher haben. Gehen wir zum Beispiel hier nochmal zurück zu diesem Modell. Das sehen wir hier oben, hat das Bienenvolk sich ein zweites Flugloch geschaffen. Wir sehen drumherum Kotspritzer. Sehen wir auch hier auf dem Deckel relativ viel. Also für diese Jahreszeit ist es ja völlig in Ordnung. Ne? Die Bienen sind jetzt ein paar Wochen nicht geflogen, haben jetzt nutzen dieses schöne Wetter für die ersten Reinigungsflüge. Da ist völlig normal, dass da Kotspritzer auf den Beuten sind. Solange das nicht übermäßig viel ist, ist das alles völlig in Ordnung und unproblematisch. Ne, Völker mache ich jetzt, wie gesagt, wir haben Valentinstag, 14. Februar, deshalb kann ich mir das heute auch gut merken. Völker mache ich nicht auf. Ne? Also ich gucke mir an, was mir halt so auffällt. Wenn eins gar nicht auffällt, hebe ich vielleicht mal den Deckel und schau rein, oder wenn eins ganz arg fliegt, meinen wir gehen jetzt nochmal zum anderen Bienenstand zusammen, gucken wir uns da ein bisschen an, wenn eins ganz arg fliegt, dann ist das eigentlich eher ein Zeichen, dass es leer ist, wie dass nichts fliegt. Dann wird es halt ausgeräubert, dann mache ich einen Flugkeil zu oder mache ich es zu, weil ich das Futter gerne aktiv umhänge, also bewusst die Futterwaben aus dem Volk dann vielleicht nehmen und umhängen, wenn sie eben entsprechend noch in gutem Zustand sind und das nicht hier beräubern lass und willkürlich verteilen. Ja, würde ich sagen, packen wir mal kurz zusammen, fahren die paar Meter weiter zum nächsten Bienenstand, laufen geschwind hier. Ja, hier haben wir ja vor 2 Jahren, weiß ich gar nicht, relativ einiges an Obstbäumen gepflanzt. Braucht noch ein bisschen, bis die schön blühen. Da oben haben wir Bienenbäume, Edelkastanie. Allgemein muss man sagen, die letzten 4-5 Jahre ist da doch einiges an Geld und Arbeit auch geflossen in Obstbäume. Wirtschaftlich ein ganz schwieriges Thema in Hochstämmen. Aber
wer weiß schon, was es gut ist. Gut, steigen wir ein, fahren eine Runde, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt zeige ich euch noch eine Besonderheit. Bei Instagram hatte ich es ja schon mal vorgestellt, an Silvester sind sie ja fleißig geflogen. Mein Abidea Eiffelturm. fliegen auch jetzt, stehen halt hier nur total. Also man merkt es gleich, hier will man eine Jacke anziehen, hier an diesem Eck, da kommt gerade keine Sonne mehr hin. War ja auch ein Versuch dieses Jahr, bisher leben sie ganz gut, muss man sagen. Ich leere so alle 2 Wochen wieder ein bisschen Futter dazu, weil das ist in der Tat ein bisschen ein Problem an der Sache. Aber ja, bisher geht es, wie gesagt, relativ gut und ich bin da eigentlich auch zuversichtlich, dass wir die jetzt voll uns durch den Winter bringen. Jetzt nehme ich euch mit zum, wie versprochen, zum nächsten Bienenstand. Und wenn euch das Video gefällt, lasst auch gerne ein Abo da, dann freut es mich, ein bisschen Motivation, ihr wisst schon. Ne? Gehen wir jetzt zum nächsten Bienenstand, schauen uns da ein bisschen um, reden da ein bisschen über die Bienenvölker. Ja, bis gleich. Nächster Bienenstand, nächstes Glück, viel Gesumme in der Luft. Auch hier sieht es, ihr hört es, sehr schön aus. Wir schauen uns mal das Bienenvolk hier an. Ich drehe euch um. Ne? Das daneben ist leer. Ein Fehler meinerseits. Telefon. Oh Mann. So, nach dem Telefonat. Lasst uns weiterschauen. Also das fliegt jetzt ja mal ganz schön toll. Ne? Steht auch jetzt voll in der Sonne. Wie gesagt, das daneben ist leer. Kein Wunder. Ist kein Honigraum, sondern ich habe hier aufgesetzt eine Zarge mit Mini-Plus-Rähmchen. Die habe ich im Herbst einfach als auslaufende Brut, drehen wir uns um wegen der Sonne, als auslaufende Brut aufgesetzt lassen. Da habe ich drauf gelassen, war noch Futter drin und alles, oder ist noch Futter drin. Und die nehme ich einfach auch wieder zum Starten von nicht Mini Plus, von Abideas nehme ich dann auch wieder zum Starten von Abideas. Ja, muss man sagen, dieses Jahr sind die Vorbestellungen für Königin ja schon relativ früh dran. Also wie gesagt, die ersten Serien sind sicherlich bald ausverkauft. Wer Interesse hat, muss ja keiner machen. Einfach dann jetzt im Online-Shop schauen. Sonst gibt es eigentlich auch einfach später, ne, zu liefern. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich meine, ich bin jetzt, wenn ich hier rumlaufe, um diesen Block mit 16 Bienenvölkern. Nein, man sieht hier jetzt gleich, ich zeige euch mal, was ich vorher gemeint habe mit dem Schatten. Hier auf der Schattenseite eigentlich tote Hose. Ne? da weiß ich jetzt allerdings, dass die noch da sind, weil da habe ich vor 2-3 Tagen schon mal geschaut, weil wem geht es nicht so, wer Imker ist
und ist interessiert bei dem Wetter, ab zu den Bienen, dieses Gesumme, auch schon den leichten Geruch, die Pollen. Insofern bin ich fast jeden Tag gerade und gucke mir die Bienen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch da so geht, ob ihr euch da auch nicht zurückhalten könnt und los wollt. Schauen wir noch hier, das sind Kunstschwärme gewesen, die ich gemacht habe. Da ging es mir eigentlich nur um die Königinnen. Hier summt und brummt es eigentlich auch überall gleichmäßig. Und auch hier werden wir wieder sehen, auf der Schattenseite ist tote Hose bisher. So ist halt, ne? Die Biene möchte die Wärme haben, braucht die Wärme. Und insofern ist es doch alles ganz schön. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Hofft, bei euch sieht es auch ganz passabel aus, was den Bienenflug angeht. Wünsche euch viel Zeit bei der, die Woche soll ja zumindest bei uns hier im Süden Deutschlands schön warm bleiben. Vielleicht verbringt ja die eine oder andere schöne Zeit bei den Bienen. Wie gesagt, da jetzt reinzuschauen und irgendwelche Bienensitz anzupassen oder sonstige Sachen, das ist mir jetzt um die Jahreszeit doch noch ein bisschen früh. Also da warte ich gerne noch 2-3 Wochen zu und nutze dann wahrscheinlich das nächste schöne Wetter dazu, dass die Arbeiten an den Bienen losgehen. Aber jedem das eine, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch schon damit angefangen und hat schon da was gemacht. Ich sehe mich da jetzt noch nicht bemüßigt, sehe da noch keine Notwendigkeit bei mir im Betrieb. Und ja, wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und lasst doch bitte einfach, wenn ihr bisher dran geblieben wart, einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und auch gerne ein Abo. Ich wünsche euch was.